God's unconditional promise do not rest upon how well we are able to perform. They are not our performance promises. Each of these promises rest upon God Himself. God can't break His word. Likewise, His promise can't be broken. Blessing is not something you need to find. Blessing is not something you need to toil for. Blessing is not something you need to search or pursue. Blessing is God-given. Believe in His promises. The blessing is yours.
Lebih daripada 215 negara mengalami pandemi COVID-19. Mehr als 215 Länder in der Welt erleben COVID-19. Saya merasakan seluruh dunia sedang mengalami satu buah budaya yang sama. Ich fühle mich, alle in der Welt eine neue Kultur erleben. Baik orang Indonesia, orang Jerman, orang Amerika, orang Eropa mempunyai budaya yang sama pada saat ini. Egal Indonesia, Deutsche oder alle in Europa und Indonesien erleben dasselbe. Semua bahasanya sama. Dan die Sprache sind gleich. Semua perilakunya hampir sama. Dan das Verhalten ist auch das gleiche. Work from home. Arbeiten von zu Hause aus. Work from home. Arbeiten von zu Hause aus. Physical distancing. Physische Distanzierung machen. Cuci tangan yang bersih. Dan Hände waschen. Semuanya ngomongnya hal yang sama, virus yang menakutkan. Dan alle sprechen von gleichen Sache, die ängstliche virus. Saya merasa dunia sedang di reset. Und ich fühle mich, das ist ein Reset für alle in der Welt. Namun ada sesuatu yang cukup kita bisa perhatikan, yaitu tiba-tiba semua manusia ingin terkoneksi. Aber das gibt's neue Trend in dem dan alle Menschen in der Welt eine Verbindung zusammensuchen. Ada a new normal yang terjadi saat ini. Und das ist eine neue Normalität, die gerade passiert. Semua mau terkoneksi satu dengan yang lain. Und wir wollen alle eine Verbindung haben. Rasanya saling kangen. Und wir vermissen alle. Semua WA atau telepon atau Zoom. WhatsApp, Zoom oder diese Telefonat verwenden wir alle. Kita rasanya ingin terkonek. Und wir fühlen uns, dass wir eine Verbindung machen möchten. Kalau kita enggak ngelihat wajahnya Pastor Yusuf, rasanya kita kangen. Wenn wir das Gesicht von Yusuf nicht sehen, dann vermissen wir ihn. Atau wajahnya Andreas atau Peter. Oder das Gesicht von Andreas oder Peter. Sebelumnya ya enggak kangen-kangen banget lah ya. Before dan vermiss ich nicht so ganz. Tapi tiba-tiba saat ini kita ingin terkoneksi satu dengan yang lain. Aber plötzlich haben wir dann dieses Verbindungsbedarf. COVID-19 mengajarkan kita untuk know how to stop. Und COVID-19 hat uns beigebracht, wie wir dann stoppen. Sollen. Manusia maunya bergerak, bergerak, bekerja, bekerja, dan tidak tahu bagaimana stop. Die Leute oder die Menschen bewegen sich immer, in der Bewegung immer, immer, immer ohne zu stoppen. Semuanya udah kepingin untuk keluar dari rumahnya. Und wir möchten alle, dass wir von zu Hause rausgehen. Dalam masa-masa stop inilah, und in dieser Stoppzeiten, your being is more important than your doing. Dein Anwesenheit ist eigentlich mehr wichtiger als dein Unternehmen. Keberadaan secara emosi spiritual Anda jauh lebih penting daripada apa yang Anda lakukan. Dein Existenz spiritual oder emotional ist mehr wichtiger als was wir getan. So, Tuhan mau mengenali
keberadaan Anda lebih daripada apa yang Anda ingin lakukan. Und Gott möchte unsere Existenz dann erkennen mehr als was wir tun. Begitu banyak orang mengalami brokenness pada saat ini. Und dann in der Zeit, da gibt so viele Menschen, die gebrochenen Sachen erleben. Kehilangan pekerjaan, mengalami cut salary, dan sebagainya, keluarga mungkin mengalami stres. Die verlieren vielleicht deren Arbeit, oder die verlieren ein Teil von Gehalt wegen Kurzarbeit, oder die verlieren sogar Familie. We are all broken people. Und wir sind alle gebrochen. Kita manusia yang penuh dengan kerentanan, kehancuran. Und wir sind nur die Menschen mit Verletzlichkeit. Jadi saya beberapa hari yang lalu saya punya teman. Vor einige Tage habe ich einen Freund. Mamahnya sakit. Und dann seine Mama war krank. Diperiksa positif COVID. Und die Mama wurde positif COVID-19 getestet. 14 hari dipanggil oleh Tuhan. Und nach 14 Tage ist die Mama von Gott gerufen. Dia tidak bisa menghantarkan ibunya sampai di liang kubur. Und er konnte nicht die Mama bei begleiten bis zum Ende. Dia cuma bisa melihat lewat video WhatsApp. Und er konnte nur von Video WhatsApp dan dieses ganze Prozession sehen. Dia adalah salah satu pastoral daripada IFGF Jakarta. Und there is ein Pastor bei uns IFGF Jakarta. Jadi dia harus mengatakan goodbye kepada mamahnya hanya melihat lewat video. Und er musste ein goodbye zu seiner Mama nur durch Video machen. Begitu banyak orang yang sedang mengalami brokenness pada saat ini. Und es gibt so viele Menschen, die gebrochenen Sachen erleben im Moment. Mungkin ada di antara Anda juga sedang mengalami brokenness pada saat ini. Vielleicht einer von uns haben solche auch erlebt. Leonard Cohen mengatakan there's a crack in everything, ada retak dalam semuanya dan sinar bisa masuk. Und Leonard Cohen hat gesagt, es gibt ein Bruch in alle Teile, deswegen und so dass das Licht geht. Tuhan mengenal setiap kehancuran yang Anda dan saya sedang alami. Und Gott kennt alle gebrochenen Sachen, die wir im Moment erleben haben. Tuhan tahu setiap kekhawatiran atau ketakutan yang Anda dan saya mungkin sedang alami. Und Gott kennt die ganze Sorge und dann Angst, die wir im Moment haben. Mazmur mengatakan bahwa hati Tuhan dekat kepada mereka yang hancur hatinya. Und der Psalms sagte, das Herz von Gott ist sehr nah bei die gebrochenen Leute. Saya ingat ada satu perusahaan di Jepang, Kinsokori, yaitu pekerjaannya untuk menyulam hal-hal yang retak disulam atau diisi oleh emas. Und ich erinnere mich an eine Firma in Japan, die machen nur dieses gebrochene Teile mit Gold befüllen. Jadi hal-hal yang retak vasnya diisi oleh emas sehingga harganya sangat mahal sekali. Und dieses Bruch in diesem Topfer wurde von Gold befüllen, deswegen dann der Preis ist sehr hoch. Jadi vas-vas yang retak diisi oleh emas yang
luar biasa indahnya. Die gebrochenen Taufer, die ein Lison gebrochen ist, wurde von Gott befüllt. Saya mau tunjukkan video, mudah-mudahan bisa dilihat oleh Anda semuanya. Und ich möchte ein Video hier präsentieren. Ich hoffe, dass Sie alle können sehen. When a wall is broken in Japan, it's put back together with the cracks being filled with gold, creating a beautiful lining. This is to emphasize the beauty in what was once broken. They believe that when something has suffered damage and has a history, it makes it more beautiful. The same goes for human beings. Everything that you've been through, everything that you're going through, doesn't make your life uglier. Although it may seem that way when we're going through it, it's up to us to choose to paint our struggles with gold and make it beautiful. You are not broken beyond repair. You can pick yourself up and learn from what's happened and become a better person from it because of the struggle that you've been through. You can wear your scars proudly as a badge of honor, as if to say, look at what I've been through. It's made me who I am today, and I can get through anything life puts in front of me now. Nobody has had a perfect life, and nobody ever will. It's only up to us if we choose to paint our broken pieces gold and make it beautiful. You know, Tuhan bisa menyembuhkan. God can heal every broken people. Weißt du, dass Gott uns heilen können, kann? Tapi Anda dan saya membawa retakan-retakannya itu. Und ich und dann Sie haben dieses Bruch eigentlich mitgebracht. Cuma Tuhan, God's put a premium on broken things, especially broken people. Und die Gemeinde, Gott hat ein Premium on the gebrochenen Sachen, besonders gebrochenen Leute. Saat-saat inilah Tuhan ingin mendekat kepada Anda semuanya. Und genau in dieser Zeit, Gott möchte näheren zu uns kommen. Tuhan ingin menyirami akar-akar daripada kehidupan Anda dan saya. Gott möchte unser Wurzel im Leben beweisen. Kekuatan, keindahan, dan ketangguhan daripada pohon ditentukan oleh akarnya. Die Kraft, die Gesundheit von einem Baum ist abhängig von der Wurzel. Ayub 14 ayat 7-9 dikatakan, karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia tunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Wie im Hiob hier steht geschrieben, ein Baum hat Hoffnung, wenn schon abgehauen ist, dass sich wieder erneut und seine Schösslinge hören nicht auf. Ob seine Wurzel in der Erde veraltet und sein Stamm im Staub erstirbt, so grünt doch wieder vom Geruch des Wassers und wächst daher, als wäre erst gepflanzt. Mungkin Anda dan saya mengalami kehancuran pada saat-saat ini. Vielleicht habe ich oder Sie einen gebrochenen Teile im Leben erleben. Mungkin teman atau keluarga Anda mengalami kehancuran selama COVID-19 ini. Oder Ihre Freunde oder Ihre Familie haben dann verlorenen Familienmitglied in der im Moment erlebt. Tuhan mau untuk Anda dan saya melihat akar daripada kehidupan kita sendiri. Aber Gott möchte, dass wir unsere Wurzel im Leben sehen. Karena akar adalah bagian yang sangat penting di dalam pohon tersebut. Weil die Wurzel ist ein wichtigster Teil von Baum ist. Saat-saat ini akar daripada rumah tangga kita harus sehat.
Und genau in der Zeit, wenn die Wurzel von unserem Familienleben sollte auch gesund sein. Kalau tidak, rumah tangga kita bisa seperti neraka 40 hari di rumah terus. Wenn nicht, dann natürlich, das fühlen Sie sich, dass das ist eigentlich eine Hölle auf der Erde ist. Ini adalah momen di mana suami istri bisa terbuka dan saling mengampuni dan dipulihkan. Genau in diesem Moment, das ist eigentlich die richtige Zeit, damit dann ein Mann und dann auch die Frau sich vergeben. Supaya Anda bisa mengalami rasanya surga di dalam rumah Anda selama lockdown 40 hari lebih mungkin. Damit Sie sich fühlen können, ein Himmel in Familienleben ist. Akar rohani Anda juga harus sehat pada saat-saat ini. Und die Wurzel von Ihrem spirituellen Leben sollte auch gesund sein. Supaya Anda bisa connect kepada Tuhan di dalam rumah Anda masing-masing. Damit Sie mit Gott verbinden können in Ihrem Hause. Tuhan mau setiap rumah menjadi bait Allah-Nya yang kudus. Und Gott möchte, dass alle Häuser von uns werden eine heilige Haus für Gott. Tuhan mau setiap suami menjadi imam di dalam rumah mereka masing-masing. Und Gott möchte, dass die Männer werden ein Priest in seinem Häuser, in ihrem Häuser sein. So, selama masa-masa COVID-19 ini tidak sekedar stop saja. Genau in der COVID-19, das bedeutet nicht ein Stoppzeiten für uns. Tapi saya ajak untuk Anda juga mulai start. Aber ich ermutige euch, dass Sie dann einen Anfang auch beginnen. Seperti mobil kita siap untuk menjalankan, we start. Wie ein Auto, wir sind bereit, ein Auto starten. Saya bertanya Tuhan, bagaimana dengan COVID ini, kapan berhentinya? Ich fragte Gott, wann hört diesen COVID-19 virus auf? Anda dan saya mungkin bisa bekerja balik pelan demi pelan. Ich und Sie können vielleicht langsam eine unsere Arbeit dann anfangen. Tapi scientific mengatakan bahwa semuanya lewat vaksin mungkin sampai 2021. Aber alle Experten sagten, dann vielleicht dieses ganze Antivirus von COVID-19 wurde bis 2021 erstmal gelungen. Kita nggak bisa start dengan hal-hal yang dahulu atau pengalaman yang lalu. Wir können nicht einen Anfang mit die Sache von der vorherigen Zeit dann nutzen. Tuhan memberikan sesuatu prinsipal kepada saya yang saya ingin bagikan supaya setiap jemaat Düsseldorf bisa start. Und Gott gibt mir einen Grundsätze, damit wir dann unser Leben einen Anfang geben. Dari kata virus COVID ini. Und das ist von dem Wort COVID. So, saya bertanya Tuhan, COVID ini bagaimana mengalahkannya? Und ich habe Gott gefragt, Gott, wie kann ich denn das Virus COVID besiegen? Apa yang harus saya perbuat selama COVID-19 ini ya Tuhan? Was soll ich denn in dieser Zeiten machen muss? So Tuhan berbicara kepada saya 5 hal yang sangat prinsipal tapi memberikan start untuk masa yang akan datang. Und Gott hat mir 5 Grundsätze gegeben. Ini adalah akar-akar yang harus kita airi dengan kebenaran firman Tuhan. Und das ist so genannt, die Wurzel, die wir bewässern sollten. Sie berbicara tentang Christ-centered. Sie bedeutet Christ im Zentrum.
Hidup kita kalau mau start setelah atau selama COVID harus berpusat kepada Kristus. Wenn wir unseren Leben einen neuen Anfang geben möchten nach dem COVID, dann sollten der Kreis ist unser Zentrum liegt. Iman kita tidak bisa kita taruhkan kepada pengalaman atau perusahaan atau uang kita sendiri. Und unser Glauben kann nicht auf unser Geld oder unser vorherige Erfahrung basieren. Tapi kita harus taruhkan iman kita kepada Kristus. Aber wir sollen unser Glauben auf Christus basiert. Oh, membicarakan obedience. Und oh bedeutet Gehorsamkeit. Ketaatan. Gehorsamkeit. If you love me, obey me. Wenn du mich liebst, sei du dann gehorsam zu mir. So obedience is the language of love. Und dann Gehorsamkeit ist eine Sprache der Liebe. Masih ingat kalau kita waktu itu berpacaran? Erinnern wir uns, als wir dann ein Date hatten? Apapun yang pacar kita ngomong untuk kita lakukan dengan senang hati. When unser Liebling, Frau oder Mann, was uns sagte, dann machen wir dann natürlich mit Freude. Karena kita sedang jatuh cinta. Weil wir sind verliebt. So obedience bukan bahasa paksa atau bahasa hukum. Deswegen ist Gehorsamkeit kein gesetzliche Sprache. Obedience is the language of love. Gehorsamkeit ist eine Sprache der Liebe. If you love me, obey me. Wenn du mich liebst, sei gehorsam zu mir. My sheep hear my voice. Meine Schafe hört meine Stimme zu. Obedience adalah akar daripada kehidupan karakter kita. Und die Gehorsamkeit ist eine Wurzel von unser Charakter. V membicarakan vulnerability. Und V bedeutet eine Verletzlichkeit. Brokenness atau kerentanan. Und das ist sogenannte ein gebrochenen Teil. Banyak orang seluruh dunia sedang mengalami kerentanan pada saat ini. Und die Menschen auf der Welt haben dieses Brokenness oder die gebrochenen Teile erleben. Brokenness adalah salah satu atau satu-satunya jalan untuk Anda dan saya bisa mengalami keselamatan dari Yesus Kristus. Und der Bruch ist nur der einzige Weg, damit wir die Rettung von Gott erleben können. Saya tidak tahu keadaan Anda saat ini. Und ich wusste nicht von eurer Situation. Tapi kehancuran Anda juga Tuhan bisa pakai untuk menjangkau orang lain. Aber ich glaube fest daran, dass ihren Bruch können dann alles als einen effektiven Gerät für die andere Leute verwenden werden können. I membicarakan intentionality. Und I bedeutet Absicht. Niat. Ein Absicht. Pada waktu kita mau start, wenn wir dann einen neuen Anfang machen möchten, kita harus niat. Sollen wir dann absichtlich machen. Ini waktunya untuk bangkit, bukan waktunya untuk rebahan di rumah. Und dann wir sollten im Moment dann aufstehen, nicht nur im Schlafmodus. Paulus mengatakan kita seperti seorang pelari di stadion dalam pertandingan. Und der Apostel Paul sagte, dass wir sind ähnlich wie ein Läufer im Stadion. So kita harus melatih disiplin kita. Deswegen sollten wir dann ein Disziplin üben. Komitmen kita. Unser Commitment ausüben. Setiap pelari cuma punya satu tujuan. Und dann jeder Läufer hat nur ein Ziel.
Yaitu supaya dia bisa sampai garis akhir, finish the line. Damit er den finish line erreichen kann. Ayo kita lakukan segala apapun juga seperti kepada Tuhan. Ich ermutigen euch, damit wir dann alle Sachen tun, wie vor Gott ist. D berbicara disciple and disciple making. Und D bedeutet christliche Nachfolge oder christliche Nachfolge zu schaffen. Jadi lewat COVID-19 ini Tuhan berbicara kepada saya secara jelas sekali. Durch COVID-19 hat der Gott mir gesprochen. Tuhan berbicara bagaimana gereja AFGF harus memasuki a new normal. Und Gott sagte, wie EFGF Kirche einen neuen Anfang beginnen sollen. Christ Center. Die erste ist Christ im Zentrum. Obedience. Und Gehorsamkeit. Vulnerability. Verletzlichkeit. Intentionality. Absichtlich. And then to be disciple of Jesus Christ. Und dann christlichen Nachfolgen zu werden. The gospel of Jesus is a discipleship gospel. Die Bibel von Jesus ist ein Bibel von christlichen Nachfolge. Tidak ada gospel lain, tidak ada grace gospel, tidak ada prosperity gospel. The gospel of Jesus is a discipleship gospel. Und es gibt keine andere Bibel, nur ein Bibel von christlichen Nachfolge. Tuhan katakan, follow me, I will make you a fisher of men. Jesus sagte, folgt nach mir, dann werde ich euch ein Fischer von Menschen machen. So, Tuhan mau melihat keberadaan Anda. Und Gott möchte unsere Existenz sehen. Tuhan mau melihat your being more than your doing. Gott möchte unsere Existenz sehen mehr als unsere Tat. Anything broken, Tuhan akan isi dengan emas dari surgawi. Was gebrochenen wird von Gott mit dem Gold befüllt. Hidup Anda menjadi premium setelah COVID ini. Und ihr Leben wird dann ein Premier nach dem COVID. So Tuhan mau melihat akar daripada hidup Anda dan saya. Und Gott möchte eine Wurzel von meinem Leben und dann auch ihrem Leben. Untuk kita boleh mengalami 5 prinsip yang tadi saya katakan. Damit wir dann dieses fünfte Prinzip dann erleben können. So Tuhan mau untuk kita mulai bergerak, ini will ini bergerak begitu cepat dalam hati saya, jemaat Tuhan. Und Gott möchte dann, dass wir uns in Bewegung sind. Ini bukan sekedar gambar dipasang di gedung-gedung gereja AFGF. Und dieses Bild ist nicht nur ein Bild, die in diesem in der Wand auf EFGF Kirche dann aufgehängt. Tapi setiap kita harus connect with God and make disciple. Aber jeder von uns sollte dann eine Verbindung mit Gott bauen und dann auch einen christlichen Nachfolge schaffen. This is the life structure yang Anda dan saya perlu perhatikan. Und das ist unsere Lebensstruktur, die wir dann auf beachten müssen. Hidup kita harus dilandasi oleh discipleship culture. Und wir müssen unser Leben auf diese sogenannte christliche Jugendschaft basieren. Connect with God, make disciples. Und eine Verbindung mit Gott schaffen, eine christliche Nachfolge machen. Setiap rumah tangga perlu punya dasar, yaitu budaya pemuritan, discipleship culture di setiap rumah. Und jedes Haushalt sollte auch eine christliche Nachfolge Mentalität schaffen. Para suami harus bisa connect with God. Und die Männer sollten eine Verbindung mit Gott machen. Para istri harus bisa connect with God. Und die Frauen auch.
anak-anak kita juga bisa kita ajari untuk connect with God. Und wir sollten auch unsere Kinder beibringen, wie eine Beziehung mit Gott aufbauen sollten. And make disciples. Und dann auch eine christliche Nachfolge schaffen. Setiap discipleship culture selalu akan menimbulkan grow culture. Und jede christliche Nachfolge schafft auch sogenannten Wachstumskultur. Maka itu kita ada I care, ada I grow, ada kelas demi kelas, master class. Deswegen haben wir I care, I grow und master class Unterricht. Kemarin kita ada kurang lebih 74 orang yang mengalami spiritual encounter lewat Zoom. Und dann gestern haben circa 74 Leute diese encounter durch Zoom erleben. Menerima baptisan Roh Kudus lewat Zoom. Und die haben dann diesen Heiliger Geist durch Zoom bekommen. Mengalami pelepasan lewat Zoom. Und die haben sogar diese Jadi ini masa-masanya untuk kita bertumbuh jemaat Tuhan. Deswegen das ist genau in der Zeit, die wir dann wachsen. Every grow culture ada ministry culture. Und dann nach Wachstumskultur, da gibt's minister Kultur. Kita diajak untuk melayani. Und wir ermutigen sich einen Dienst in der Kirche zu machen. Saya tidak tahu di Jerman, tapi di Jakarta masa-masa ini orang kirim makanan dan menerima makanan. Ich wusste nicht, was passiert in Deutschland, aber in Jakarta heutzutage, wir schicken dann Lebensmittel und dann bekommen auch Lebensmittel zurück. Saya nggak begitu kenal tetangga saya, tapi lewat 40 hari ini kenal tetangga saling bagi makanan satu dengan yang lain. Ich kenne nicht so ganz meine Nachbar eigentlich, aber in diesen 14 Tagen habe ich dann meine Nachbarn kennengelernt. With this essence sharing. Setiap hari saya nggak tahu, saya terima 2 atau 3 makanan dari jemaat atau teman-teman. Und jeden Tag bekomme ich mindestens 2 oder 3 essence von Gemeinde oder von Freunde. Saya nggak tahu di Jerman apakah terjadi hal yang demikian. Ich weiß nicht, ob in Deutschland solche Sache auch passiert. Kalau ya, angkat tangan Anda supaya saya tahu, oh di Jerman juga begitu. Wenn ja, dann sollten Sie dann die Hände hochheben, damit ich weiß, das ist genauso in Deutschland. Saya nggak melihat tangan-tangan terangkat ya. Ich habe keine aufgehobene Hände gesehen. Perlu pengalaman-pengalaman yang agak lama dengan COVID rupanya di Jerman. Deswegen dachte ich, dann wir sollen dann ein neue Erlebnisse erleben in Deutschland. Just kidding. Kita nggak mau COVID diperpanjang ya. Aber das ist nur ein Scherz. Wir wollen nicht dieses COVID 19 verlängert, oder? Lalu Anda di dunia menjadi saksi daripada Tuhan. Und in der Welt wir sollten auch ein Zeugen von Christ werden. Pion berartinya people is our mission in the world. Pion bedeutet people is our mission of the world. Anda menjadi saksi di dalam dunia art, business, church, digital, education, family, government. Und Sie werden ein Zeugen von Gott in Kunst, in Business, in Kirche, in digital Medien, in Ausbildung, in Familie oder sogar Regierung. So ini adalah akar yang perlu Anda perhatikan dengan seksama. Und das ist die Wurzel auf die wir beachten sollten. Di akhir ibadah ini saya ingin ajak untuk kita mengerti no one can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. Und dann am Ende meines Predigts, ich möchte Sie mitteilen, dass niemand kann zurückkehren und dann einen neuen Anfang schaffen. Aber jemand kann einen Anfang heute machen und dann machen ein neues Ende. Kita tidak bisa kembali dengan cara-cara yang lama, jemaat Tuhan. Wir können nicht mit unseren
vorherigen Art und Weise zurückgehen. Tuhan mau untuk kita memulai hal yang baru. Gott möchte, dass wir einen Anfang in unserem Leben beginnen. Seperti Musa mengatakan, kalau hadirat-Mu tidak bersama dengan aku tidak akan pergi dari sini. Und das ist genau wie Moses hat gesagt, wenn dein Anwesenheit ist nicht mit mir, dann möchte ich nicht von hier raus. Saya berdoa biarlah hidup Anda malam hari ini boleh berjumpa dengan Tuhan. Und ich bete, dass jeder von euch heute ein Treffen mit Gott haben. Tuhan mau untuk hidup Anda mengalami kasih-Nya. Damit wir dann die Liebe von Gott erleben können. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Himmlischer Vater, danke für heute. Biarlah setiap hati yang hancur boleh Engkau jamah ya Tuhan. Lassen die gebrochenen Herzen bei dir geheilt wird. Mari Engkau airi akar-akar kehidupan kami, Bapa. Und dann die Wurzeln von unserem Leben bewässern. Supaya kami boleh mengenal Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Damit wir dir kennenlernen können. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Wir danken Gott Jesus. Tuhan, aku berdoa untuk setiap kebutuhan daripada anak-anakmu. Und ich bete für alle Bedarf von deiner Kinder beten. Jamah setiap kami ya Tuhan. Berührt und. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Wir danken dir Yesus. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Nyanyikan di rumah Anda masing-masing, katakan aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Jesus. All to Jesus, my blessed Savior. I surrender all. Aku berserah. Terima kasih Tuhan. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Apa setiap hati boleh Engkau jamah pada hari ini. Father, dan last dan di alle Herzen heute berührt. Setiap rumah boleh dipenuhi oleh damai daripada Tuhan Yesus Kristus. Und dann befüllt deine Frieden in jeder Haushalt. Setiap pribadi boleh mengalami perjumpaan istimewa dengan Yesus Kristus.
Und jeder von uns auch ein persönliches Treffen mit dir erleben können. Terima kasih Tuhan. Berdanken Gott. Berkati seluruh jemaat AFGF Düsseldorf. Segne alle Gemeinde AFGF Düsseldorf. Boleh terus kuat dan menjadi saksi dimanapun mereka berada. Damit die dann deinen Zeuge werden können. Berkati urapi Pastor Yusuf dan seluruh leadership di Düsseldorf, ya Tuhan. Und segne und auch salve Pastor Yusuf und alle team leader in Düsseldorf. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Und in Jesus Name. Amen. Amen. God bless you, Tuhan memberkati.